Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Show von einem ganz besonderen Spiel, Browser-Game, beziehungsweise Tippspiel, nämlich dem Kicker Online Manager. Den seht ihr hier, das ist die Kicker-Startseite. Und zwar geht man hier oben auf Games, meldet sich dann für den Interactive Manager an. Das ist dieser hier. Und was das ist ein Bundesliga-Tippspiel, was auf die Original-Bundesliga-Spiele natürlich auch aufbaut. Am Anfang der Saison heißt es, ein Team auswählen und erstellen. Jetzt sind wir schon etwas weiter in der Saison fortgeschritten, denn es sind schon 4 Spiele bestritten worden. Das hier ist die aufgestellte Mannschaft, die ich mir zusammengestellt habe. Man hat am Anfang 42 Millionen, die man zur Verfügung hat, um sein Team zusammenzustellen. Das hier ist meine 11 plus die 11 Auswechselspieler. Das heißt, man muss mit seinem Geld wirtschaften und mit diesen 42 Millionen die besten Spieler zusammenkaufen. So, das heißt, diese Spieler habe ich jetzt ausgewählt nach eigenem Ermessen. Ich habe mir den günstigen Torwart Mielitz von Bremen gekauft, das ich auch nicht bereue. Dann eine teure Abwehr, ein gutes Mittelfeld und einen guten Sturm. Ja, das ist jedem Spieler natürlich selbst überlassen. Es gibt unterschiedlichste Varianten, seine Mannschaft aufzustellen. Normalerweise ist dieses Transferfenster verwendbar. Nur befinden wir uns leider nicht mehr im Transferfensterbereich, wo wir Spieler einkaufen können und verkaufen können, beziehungsweise einfach nur auswechseln. Der wird nämlich erst am 19. Dezember wieder, das Transferfenster wird erst am 19. Dezember wieder geöffnet, indem wir 4 Spieler wechseln können. Natürlich am Anfang der Saison ist das ganze Spieler, die ganze Spielaufstellung wechselbar. So, was kann ich noch dazu sagen? Natürlich gibt es wöchentlich zu jedem Spieltag Punkte. Die kommen immer Montagmorgen, wenn ich mich nicht irre, um 12 Uhr ungefähr, was heute wieder der Fall war. Und wie man hier sieht, habe ich 31 Punkte an dem 4. Spieltag gemacht. Das ist eine durchschnittliche Wertung, nicht besonders gut, aber immerhin besser als andere Tage. Auf jeden Fall, das ist vielleicht jetzt mein schlechtester Spieltag. Mein bester war der 2., da habe ich 51 Punkte gemacht, was relativ gut war. Und ich bin relativ gut im Rennen mit 152 Punkten nach dem 4. Spieltag. So, jetzt gibt es natürlich viel mehr Spieltage in der Saison. Und am Ende, was am Ende für eine Zahl an dieser Stelle hier steht, Punkte gesamt, das sagt aus, ob du gut warst oder nicht. Und ob du das Spiel im Prinzip gewonnen hast oder nicht. Ob du zu den Guten gehörst oder eben nicht. Gut, jetzt kann man fragen, was bringt das? Ich meine, das spielen sowas von viele Leute mit. Habe ich jetzt genaue Zahlen? Ich glaube nicht. Würde ich dann jetzt nochmal in die Beschreibung packen, beziehungsweise noch einen Untertitel dann mit einer genauen Zahl. Auf jeden Fall sind sehr viele Leute. Ich glaube, hier wird es direkt schon angezeigt. 211.000, kann das sein? So ungefähr. Und da bin ich eben auf diesem Rang. Das wird immer angezeigt. Der Rang 1 ist natürlich immer umstritten, beziehungsweise bestritten, denn das ist eigentlich kaum zu erreichen, es sei denn, du hast wirklich die perfekte Aufstellung gewählt mit den Spielern, die meisten Punkte erreicht haben in einer Saison. Ja, jetzt kommen wir zur Punkteverteilung, beziehungsweise erstmal zur Gesamtwertung. Hier sieht man, wie viele Punkte meine Spieler in diesen 4 Spieltagen erreicht haben. Die laden gerade noch. Moment, so, da haben wir sie. Da ist quasi mein bester Spieler, Blaschnikowski von Dortmund, mein zweitbester Spieler, Mielitz, der Torwart von Bremen. So, dann haben wir trotzdem noch auf der Auswechselbank Langkamp, der für mich trotzdem 4 Punkte gemacht hat. Und ein relativ teurer Spieler wie Can von Bayern, immer noch gar keine Punkte gemacht hat, genauso wie diese hier alle, die im Grunde nur Filler sind, weil sie günstig waren und ich meine Mannschaft ausfüllen musste. So, klicken wir mal aufs Ranking.
nämlich das Kriterium, wie diese Spieler nach einem Spieltag bewertet werden. Wenn das jetzt hier das Richtige ist. Ne, ich glaube nicht, das war das Falsche. Gehen wir nochmal auf meinen Kader. Denn es ist so, die Spieler werden für unterschiedliche Leistungen bewertet. Natürlich für Tore. Da ist es auch immer anders, ob man jetzt einen Mittelspieler drin hat oder einen Stürmer, der das Tor gemacht hat. Ich schließe mal hier ein paar Fenster, damit das hier flüssig läuft. Beziehungsweise hängt das gerade ein bisschen. Einen Moment. So, jetzt habe ich nochmal eben das überprüft. Und zwar muss man auf von meinem Team auf Spielregeln wechseln. Und dann genau, kommt man hier auf die Interactive Spielregeln, in der nochmal alles haargenau erklärt wird und auch leicht zu verstehen. Übrigens hat sich gerade Moritz dazu geschaltet. Hallo Moritz. Hallo. Genau, okay. Ja, was ich sagen wollte, da sieht man auch, wie die Spieler punkten. Und zwar ist es ein relativ einfaches, komplexes Bewertungssystem, nachdem die Spieler vor allem durch ihre Kickernote Punkte verdienen. Das heißt, wird ein Spieler mit der Note 1,0 bewertet nach einem Spieltag, dann bekommt er 10 Punkte zugeschrieben. 1,0 ist jedoch beim Kicker eine sehr unerreichbare Rate. Und in der Regel bekommt jeder Spieler nach einem Spiel die Note 3,5. Es sei denn, er schießt Tore oder fällt besonders auf. Wenn er auffällt, bekommt er die Wertung 3,0. Wenn er vielleicht eine Vorlage noch dazu macht, die Note 2,5. Wenn er ein Tor macht, würde ich mal behaupten, die Note 2,0. Und wenn er wirklich mal zwei Tore macht und vielleicht noch eine Vorlage, bekommt er außerdem die Note 1,5. So, jetzt ist noch die 1,0 übrig, bei der 10 Punkte gut geschrieben werden würden, aber das ist sehr selten. Also, dass ein Spieler wirklich diese 1,0 bekommt, muss er schon sein Hattrick landen, also drei Tore, und außerdem bestimmt noch eine Vorlage und auf jeden Fall herausstechen. Dann gibt es natürlich auch noch eine andere Auszeichnung, nämlich Man of the Match, dazu kommen wir gleich. So, als Torwart bekommt man 6 Punkte pro Tor. Das passiert natürlich fast nie, das ist eine ganz große Ausnahme, aber 6 Punkte sind dafür gesetzt. So, als Abwehrspieler 5 Punkte, das ist ganz gut, wenn man Abwehrspieler hat, die auch gerne mal vorne mit dabei sind, wie zum Beispiel der Abwehrspieler Piszczek von Dortmund. Moritz, was meintest du? Philipp Lahm. Philipp Lahm, genau, der macht auch immer mal wieder ein Tor. Oder auch, was ich auch mal hatte, Bungert von Mainz. Aber das ist natürlich, muss man immer sehen, man sollte auf keinen Fall seine Mannschaft darauf ausrichten, dass endlich mal ein Abwehrspieler ein Tor schießt. Auf jeden Fall, was wichtig ist, Mittelfeldspieler, die offensiv spielen. So wie Thomas Müller, der im Grunde ein Stürmer ist, aber als Mittelfeldspieler gezählt wird. So, ein Stürmer bekommt 3 Punkte für ein Tor. Das ist natürlich nicht so viel wie jetzt zum Beispiel ein Mittelfeldspieler. Jeder Punkt ist wichtig und wenn man jemanden hat wie Klaas-Jan Huntelaar oder in diesem, ja, wer war damals, wer jetzt gut, zum Beispiel Max Kruse hat viele Tore gemacht als Stürmer. Wenn noch, natürlich letztes Jahr Lewandowski, die machen auch ihre Punkte, also so ist es nicht. Genau, Mandzukic dieses Jahr besonders viele Punkte gemacht, auch als Stürmer. Genau. Natürlich gibt es auch Minuspunkte. Für Rot gibt es minus 6 Punkte, Abzug, und für Gelb-Rot minus 3. Außerdem sonstige Ereignisse, Assist, also Vorlage, 1 Punkt, Einsatz von Beginn an, das bekommt jeder Spieler, der von Beginn an aufgestellt wird. Außerdem haben wir hier, wie gesagt, Spieler des Tages, Man of the Match, 3 Punkte dazu, Einsatz als Joker, das heißt, man wird eingewechselt. Und wenn der Torhüter zu 0 spielt, bekommt er auch immer 2 Punkte gut geschrieben. Hast du schon von der 10-Punkte-Regel erzählt? 10-Punkte-Regel? Ja, wenn Moritz im Team ist, kriegt man automatisch 10 Punkte. Achso, ja, stimmt. Genau, wenn ihr Moritz im Team habt, dann bekommt ihr immer 10 Punkte drauf und dann gewinnt ihr auch am Ende des Spiels. So, nochmal zurück zu meinem Team und zu meiner Aufstellung. Ich habe mir sagen lassen, und es klingt auch sehr plausibel, dass wenn man in der Gesamtwertung, beziehungsweise nicht in der Gesamtwertung, sondern in der Spieltagswertung, einen Moment,
wenn man in der Spieltagswertung jeden Tag 50 Punkte macht, also deine 11 aufgestellten Spieler an einem Spielwochenende 50 Punkte machen und das jeden Spieltag, dann gewinnt man das Kickerspiel. Ich bin relativ gut dabei. Ich habe einmal 51 Punkte gemacht, was ziemlich gut war. Da hatte ich echt Glück und die anderen eben 39, 31. Das wird, wenn ihr das nächste Mal oder wenn ihr anfangt, das zu spielen, ähnlich aussehen. Oder vielleicht auch schlechter, weil ich bin jetzt schon das zweite Jahr dabei. Das gehört sehr viel Erfahrung dazu, sehr viel Wissen über die Bundesliga. Ich würde mich jetzt nicht als Bundesliga-Profi einschätzen, nicht als jemand, der besonders viel Ahnung hat, aber ich schaue regelmäßig die Bundesliga und auch immer wieder die Konferenz und kann für mich sagen, dass ich ein wenig Ahnung davon habe. Was ist denn deine Lieblingsmannschaft, Josh? Meine Lieblingsmannschaft spielt in der zweiten Liga, ist der FC St. Pauli, aber in der ersten Bundesliga ist vielleicht unschwer zu erkennen. Ja, FC Bayern finde ich sehr gut. Gefallen mir viele Spieler. Und außerdem der FC, der BVB natürlich. Ja, und sonst, die anderen Spieler sind eigentlich nur so zusammengesammelt, welche halt gut sind in der Liga. Ja, Bayern bin ich großer Korrespondent und großer Sympathisant. Korrespondent, ich weiß gar nicht, was ich da gerade gesagt habe. Ja, und Dortmund finde ich natürlich auch gut. Götze und Reus und Blaschnikowski finde ich super cool. Ja. Ich denke, ich gucke nochmal kurz drüber, ob ich noch was vergessen habe. Spielplan, ja klar, Spielplan sieht man eben die anstehenden Spiele. Klickt man drauf, sieht dann das Spiel, das am Dienstag stattfinden wird, also morgen, weil wir englische Woche haben. Und was haben wir noch? Wir haben hier einen Chart. Okay, das scheint ja jetzt nicht so interessant auszusehen. Okay, hier sieht man eine schöne Statistik von mir. Ich glaube, dann haben wir es im Prinzip auch noch. Ach so, eine Sache vielleicht noch. Also erstmal, wenn ihr jetzt dieses Video seht und denkt, hey, das sieht doch ganz interessant aus, oder auch wenn ihr sagt, hey, das ist ja ziemlich langweilig, ich kann nur sagen, es ist sehr spannend, weil es vor allem auch den Fußball interessanter macht. Man guckt die Spiele ganz anders, wenn man weiß, man hat diese Mannschaft aufgestellt. Ich gucke jeden Tag, jeden Samstag sehr gerne die Bundesliga-Konferenz dadurch, dass ich eben diese Mannschaft habe und jedes Spiel für mich interessant wird. Weil ich interessiere mich dafür, wie Schalke spielt, weil ich Draxler habe, wie Werder spielt, weil ich Petersen habe und wie Piszczek spielt, weil ich Dortmund habe und so weiter. Deshalb macht es die Bundesliga für mich interessanter und ich denke, für andere wird das ähnlich sein. So, jetzt haben wir noch ganz kurz die Kaderübersicht. Hier sieht man, ob die gesperrt sind oder nicht, ob die spielen, ob die aufgestellt sind oder nicht, wie teuer sie waren. Hier zum Beispiel Piszczek hat 5,5 Millionen gekostet. Ja, oder Davna Bar nur 0,2 Millionen. So, als letztes sage ich euch noch, wie ihr dieses Spiel spielen könnt. Leider, wenn ihr jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich es hochlade, das Video seht, ist die Frist dafür mitzuspielen schon abgelaufen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, in der Winterpause wieder einzusteigen. Das wäre dann am, Moment, lass mich lügen, am 19. Dezember der Fall. Ja, und wenn ihr dann, wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, dann macht es doch einfach. Erstellt euch eine Mannschaft in der Winterpause und startet direkt mit dem Spielen. Ansonsten müsst ihr leider noch ein ganzes Jahr warten. Ich weiß ja nicht, wann ihr dieses Video guckt. Auf jeden Fall dann zur neuen Saison gibt es wieder ein neues Transferfenster, in dem ihr eine komplett neue Mannschaft aufstellen könnt. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und sag hau rein, Leute. Moritz sagt auch noch tschüss. Moritz sagt tschüss. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Ciao.